Thank you very much, John, with this final statement. The problem is not multilingual access, it is the quality of the metadata. So this is a really nice statement, und ich möchte jetzt die Gelegenheit beim Shop verpacken. Wir haben nämlich noch 5 Minuten bekommen, und unsere Referenten noch einmal kurz nach vorne bitten und vielleicht noch mal kurz Revue passieren lassen, was wir gesehen haben. John, would you please? Nämlich ganz verschiedene Ansätze, wie also mit Sprache gearbeitet wird. Einmal ein Projekt, was ein kurzes, kleines Projekt war und mit 100 Schlagwörtern, wenn man so will, auskommt und trotzdem eine ganze Menge an Inhalt zugänglich macht, nicht nur von Institutionen, eben mit großem, sagen wir mal, Metadata-Know-how, zumindest unterstellterweise, sondern eben auch von Privatpersonen. Dann haben wir gesehen den Art and Architecture Thesaurus, der sich eben vornimmt, dieses große Gebiet Kunst- und kulturwissenschaftliche Objekte zu beschreiben und jetzt eben auch noch erweitert wird. Und gleichzeitig haben wir eben gesehen, dass die World Digital Library, die eben ihre Metadaten und die beschreibenden Informationen einfach simply translated. Insofern finde ich, ist es ein ganz schönes Panel, was wir hier haben, und ich möchte jetzt auch die 5 Minuten nicht so sehr nutzen, zu bestimmen, was die Fragen, Kommentare oder was immer sind. Unsere Referenten are keen to understand and answer in German as well as in English, except John, who would be like to prefer to answer in English. Ich eröffne das Podium. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Korrekturen? Ja, bitteschön. Hier gibt es einen Moment. Ich würde gerne eine kurze Frage, wie hoch, gerade bei Getty und bei der Europeana, weil das bei World Digital kam, stärker rauskam, wie hoch ist der Anteil der Maschinenübersetzung? Bei der Getty-Übersetzung null. Null Maschinenübersetzung. Es wird alles von Fachleuten übersetzt. Das Einzige ist, wir sind keine Fachübersetzer, also reine Fachübersetzer, weil das haben die Niederländer und die für die spanische Übersetzung ursprünglich gemacht und haben festgestellt, man braucht wirklich die Kolleginnen und Kollegen, die die Materie kennen. Und die machen die Übersetzung. Warum verwenden Sie nicht Trados? Wir haben das Tool, was uns sowieso für die Vokabularbearbeitung zur Verfügung steht, eben auch hierfür eingesetzt. Es gibt sicherlich noch eine Reihe von anderen Tools. Ich weiß jetzt zu wenig, I don't know enough about Trados in order to say why, whether this would be, probably would be it's possible. It's a technical question. I would just repeat, it's basically the same answer for World Digital Library. You need experts, you need people who know the vocabulary. Machine translation just won't work. You know, we're working with sensitive material. We're working with Qurans and religious material and cultural material, and that would just be a lead to disaster if we had machine translated blunders and errors. And if we find any of our contractors are, you know, cutting corners by using machine translation, we quickly fire them. So no, we can't use it. Für Europeaner gilt für das Vokabular, das ich vorgestellt habe, dasselbe. Es ist auch alles manuell übersetzt. Ich kann nur dazu sagen, wir haben es einmal kurz ausprobiert, und es kamen Dinge dabei heraus, dass Flugblätter mit Blättern von Bäumen übersetzt wurden, was in unserer Meinung nach nicht so zielführend war, und wir deshalb bei dem begrenzten Vokabular die Möglichkeit hatten, das alles manuell zu machen. Auf Google Translator heute gehen und von Englisch nach Spanisch oder von Spanisch nach Englisch gehen, werden Sie sich wundern, wie gut die Übersetzungen geworden sind. Also man wird wahrscheinlich beides, ne? Man wird sich einerseits wundern und man andererseits ist man dann auch wieder enttäuscht, wenn man genau reingeht. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Da.
Ja, ich habe eigentlich nur eine Frage hinsichtlich der Konzeption bei den Übersetzungen, vor allen Dingen hier an Thorsten Siegmann von der Stabi, aber auch an Frau Hagedorn-Sauper. Oft ist es ja so, dass Sprache mit Kultur zusammenhängt. Und ich wollte jetzt mal bei der Europeana nachfragen, gab es aus Ihrer Sicht oder in Ihrer Kenntnis Fälle, in denen es Bestände sozusagen eines Partners kaum eine Deckungsgleichheit fanden mit den Kategoriebegriffen der anderen Partner? Also dass man vielleicht auch aufgrund einer kulturgeschichtlichen Hintergrundes dieses Landes, dieses Partners, halt eben eine andere Kategorisierung vorgenommen hat, als die anderen Partner das gesehen haben. Also weil die Beispiele, die Sie genannt hatten, Soldaten, okay, alle Kriegsteilnehmer hatten sicherlich Soldaten, aber vielleicht gab es ja irgendwie auch Konzepte, wo einfach die kulturgeschichtlichen Differenzen so groß waren, dass es da keine Konvergenzen gab. Das trifft sicherlich auch bei dem AAT zu, Frau Hagedorn-Sauper, ob es sozusagen jetzt bei der Übersetzung mit der Auseinandersetzung der Kategorien, die in den deutschsprachigen Kultureinrichtungen verwendet werden, Sie Bereiche entdecken, die quasi durch den AAT nicht abgedeckt sind, weil es sozusagen die Diversität das so mit sich bringt. Das wäre die Frage, die sich mir stellt. I don't know, maybe I should translate it as well. I just wonder where it's not actually a matter of translation, but maybe of cultural concepts that leads to that some things are very hard to translate into categories. That's mainly my question. Thanks. Vielleicht soll ich mal anfangen. Es ist tatsächlich so, dass Begriffe auftauchen, Konzepte auftauchen, die es bisher jetzt bezogen auf den AAT oder auch bezogen auf Europeana-Projekte, wir sind ja auch in mehreren Projekten mit Europeana drin, dass Begriffe auftauchen, die es in der Anglo-amerikanisch ist ja eigentlich der AAT, Begrifflichkeiten, die es dort nicht gibt. Deshalb ist es auch ein Zwei-Wege-Prozess. Unser erster Schritt ist zu übersetzen und zu gucken, wo gibt es Defizite. Manchmal müssen auch die Erläuterungen für die einzelnen Begriffe überarbeitet werden, damit sie auch unsere Sicht einfließen lassen. Also in einigen Fällen hat Getty aufgrund unserer Rückmeldung die Erklärung verändert in dem Thesaurus, sodass es eben auch unsere Begriffe für uns mit umfasst. In anderen Fällen kommen tatsächlich neue Begriffe hinzu. Sie können sich vorstellen, dass das noch viel stärker der Fall war, da ja der AAT durchaus auch eben angloamerikanisch und western orientiert ist, als die chinesischen Begriffe dazu kamen. Da ist ein ganz großer Bereich dazu gekommen, der bisher noch gar nicht drin war. Wenn ich ergänzen darf, also in unserem Kontext gibt es das auf jeden Fall. Ein Beispiel sind die Bezeichnungen für einzelne Schlachten im Ersten Weltkrieg, die sehr oft aus einer nationalen Perspektive geprägt sind und eben auch unterschiedlich heißen. Für unsere Arbeit und Projekt war das weniger relevant, weil wir tatsächlich mit Oberbegriffen gearbeitet haben. Wir haben also keine Vollständigkeit angestrebt, wir haben versucht, das Machbare zu machen. Und das hieß in diesem Fall eher mit Begriffen wie Ostfront, Westfront zu arbeiten, wie Kriegsdienstverweigerung, wie Propaganda, also die, wo auf einer sehr allgemeinen Ebene Einigkeit besteht. Je granularer man wird, desto schwieriger wird das auf jeden Fall und ist dann auch wahrscheinlich notwendig, ein eigenes Projekt dafür zu machen. Das kann man dann nicht mehr nebenbei. It's a really difficult problem. Translation, there are limits to translation. When you're dealing, especially with great literature, novels, poetry and so on, you do the best you can. What we try to do is anchor it in an existing literature. We use many different thesauri, and we're using professional translators, but they may not necessarily be experts in all these areas. So you say, okay, you're now translating material about Islamic architecture, and then the next week you're translating material about the Aztecs of Mexico or whatever. And so the same word that appears in English in one is not necessarily going to translate into the same word
in when you go into Chinese, and it won't be the same word. You need to find, and sometimes we use existing thesauri, such as Getty, although it's not available in all seven languages. Other times we develop it. We actually have somebody say, okay, well, there, you know, in Islamic architecture, there's obviously a literature in French, in English, in Russian because of Central Asia, because of Russian scholarship, and in, obviously in Arabic. And we say, okay, these sort of are the terms that get used when you translate this word. What the thing that's scary for us, and we had no idea we would be doing this when we started, is I think in some areas we must be pioneering the literature, the vocabulary in some areas. Like for example, we have a lot of stuff on the Aztecs and the Mayans of Mexico. It's one of our heavy areas of focus. So we're putting all these Mesoamerican codices on the World Digital Library. There is no literature in Arabic on the Aztecs of Mexico. I mean, maybe there's a book or two here and there, but I don't think, and there's maybe a little literature in Chinese, but I'm sure there's nothing in Arabic. So we are actually having to pioneer how all these Arabic terms, Aztec terms or terms about the Aztecs that are well known in Spanish and in English and in French and so on, how they are showing up in Arabic for the first time. And I hope we're doing a good job, because then everything gets propagated through Wikipedia and so on and so forth. But that's actually the scary part when you have to pioneer like that. Ja, ich habe eine andere Art von Sprachmitteilung gerade bekommen. Zeit ist um, heißt die, leider. Ganz herzlichen Dank unseren Referenten und unserer Referentin für diesen, fand ich, sehr stimulierenden Einblick, einfach mal zur Seite zu treten und zu gucken, was wir mit Sprache eigentlich tun, wie Sprache Welt ordnet, um wieder zurückzukommen dazu, dass die Metadaten hochwertig sein müssen und um dann doch wieder die Komplexität zugänglich zu machen. Der Dank gilt auch an Herrn Peter vom Goethe-Institut, der eben die Debattenreihe Deutsch 3.0 initiiert hat, sie leitet. Er sitzt ja auch irgendwo im Publikum, da hinten. Sie ist ein Jahr jetzt gelaufen in ganz Deutschland an den verschiedensten Institutionen, hat ihren Abschluss am 1. Dezember hier in Berlin. Und ja, der uns also mit seinem Anruf sozusagen dazu gebracht hat, mal von der Seite anzuschauen, was wir eigentlich tun. Jetzt ist es an dem Leiter der Konferenz, glaube ich, eine weitere schöne Sache einzuleiten. Was kann ich sagen?